Moin Leute, und heute ist es soweit, das FIFA 23 Online-WM-Finale, ja. Wir sehen es hier, was ich alles schon vollbracht habe. Dreimal gegen Frankreich gewonnen, meine Fresse, ne? Das ist doch was. Ich könnte ein Zehner wetten, dass ich wieder gegen Frankreich spiele im Finale. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Hier sehen wir die Aufstellung, mit der es bisher ganz gut funktioniert hat. Das heißt jetzt alles oder nichts. Aber ich will noch. Kann ich noch kurz. Ich komme mal ganz kurz zurück. Und die Kommentatoren und so ausschalten, weil das nervt immer. Die fuckt nämlich übelst ab. Okay, die sind schon aus. Das kann ich noch ein bisschen leiser. Okay. Eins zu weit gegangen. Also Leute, mal gucken, was wird. Ich hoffe bloß, das geht nicht am Ende ins Elfmeterschießen oder so. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Elfmeterschießen. Das wäre auf jeden Fall das Schlimmste, was passieren kann. Brasilien. Das WM-Finale gegen Brasilien, okay. Nicht schön. Unangenehme Gegner. Aber okay, wollen wir noch anfangen? Okay, in der Halbzeit muss ich auf jeden Fall diese Kack-Fans wieder leiser stellen. Geht ja direkt gut los hier. Digga, der macht die Räume gut dicht. Ich brauche jetzt ein paar bisschen hier FIFA nicht mehr gespielt. Seit einem Zeitchen. Und jetzt bin ich nicht mehr so gewohnt an die Steuerung. Aber die Zeit des Spiels ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Der wird jetzt auch ernst machen hier. Es gibt ja Leute im Achtelfinale oder so da. Oh ja. Mann! Thomas Müller, Alter! 1-0. Super wichtig, Alter. Super wichtig, Mann. 1-0, das ist super wichtig. Komm, renn! Oh, Sané, Alter. Hast schon so einen riesen Besen auf den Haaren. Auf dem Kopf hier, so ein Teppich. Kommst trotzdem nicht dran. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch defensiv gut arbeiten. Also reicht ja eigentlich sogar schon jetzt. Ah, da steht Neymar. Süle, wichtig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilfe. Nur so gewinnen wir das hier. Ja. Offensiv muss ich jetzt eigentlich keinen Druck mehr ausüben. Ich will alles nach hinten schmeißen. Damit nicht das passiert. Fuck, Mann! Ich wusste, ich hätte Ter Stegen reinstellen müssen, Alter. Wer ist das? Wer ist das? Richarlison, Digga. Bah, wie hässlich bist du bitte in FIFA, Digga? Das ist ja abartig. Mann! Ich wusste, das wird passieren, Mann. Weil dieser Dreckskeeper nichts hält! Diese scheiß Maus, Digga. Teleportiert sich die ganze Zeit hier hin. Gott.
Nach hinten. Ja, fick dich! Fotze, Mann! Gibt's doch nicht, das war doch kein Foul! Das war eine ganz klare Schwalbe, dafür soll es eine Rot geben! Wie können eigentlich die Räume so offen sein? Kann mir das mal jemand sagen, wie die... Das fühlt sich alles für dich hier mit 9 Mann spielen. Als hätte ich schon 2 Rot bekommen. Dass die Räume da so offen stehen. Das kann da nicht sein. Das muss doch natürlich von FIFA vorgegeben sein, dass die Spieler versuchen, die Räume dicht zu machen, damit die da nicht passen können. Da, schon wieder! Das kann da nicht sein! Da steht 2 Menschen! Ich hab schon zurückfallen lassen an. Ich hab da schon an. Da stehen trotzdem 2 Männer. 2 Männer stehen da hinten. Unglaublich. Es leckt auch wie scheiße das Spiel, ernsthaft. So kann man auch nicht spielen. Da ist... Keine Ahnung, was die da machen. Die Spieler. So, ja, so muss das funktionieren. Das war jetzt auch nur, weil ich den da hingeschoben habe. Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Die stehen da zu offen. Ja, komm, freu dich, du Hurensohn. Lass mich jetzt einfach hier ins Menü. Kevin Trapp rein hier. Fick dich, Neuer. Fick dich einfach bodenlos. Na, Manuel Neuer, Digga. Dumme Schwuchtel, Mann. Ich sag's euch, ich werd hier mit Kevin Trapp Weltmeister. Sané kann ich eigentlich auch direkt rausholen. Da, es laggt halt auch noch. Wieso leckt es denn gerade jetzt? Es hat in keinem einzigen Spiel geleckt. Verdammt, bewegt euren Arsch doch mal nach vorne bei einer Offensivaktion, Alter. In der Pause wird richtig was passieren hier. Da kommen noch ein paar Wechsel. Es gibt hier 11 Spieler, die mir gar nicht gefallen bisher. Ja, Mann! Wenn diese elendige Fotze das jetzt nicht gepfiffen hätte, ne? Irgendwas! Lässt die so viel kompakter stehen als mich. Irgendwas, ich weiß nicht was. Dass die so viel dichter stehen, dass sie so viel besser da hinten stehen. Es gibt's nicht! Das gibt's doch nicht! Die stehen da kreuz und quer, Alter. Ich switch da hin und die stehen da einfach nur, wie die gerade wollen. Da, wo gerade der Rasen am schönsten ist, oder was? Das gibt's doch nicht. Der ist auch viel zu schnell für mich. Ja, aber du fetter Hurensohn! Richarlison, ich hab deine Mutter gefickt, Alter! Hurensohn, Mann! So rückt Brasilien raus aus der WM. Braucht eh keiner diese Nuttensöhne. So, Sané. Du wirst auf jeden Fall rauskommen, das verspreche ich dir jetzt schon. Das gibt's nicht. Wo wart ihr denn jetzt? Wo habt ihr da gestanden gerade? Da wird in der Pause was passieren. Halt Maul, du Hurensohn, Digga!
Ja, du Fotzenmann, ich vergewaltige dich. Mann, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Verdammt das Ding jetzt auch ab, Alter! Du Nase, du bist auf jeden Fall hier! Verdammt! Fotzenmann! Hure, das gibt's doch nicht, dass das so eine Hure das pfeifen darf, Alter. Wenn eine Frau das WM-Finale dann in Wirklichkeit pfeift, war es das. So, jetzt geht's ab. Ah, ne. Ich schmeiß ja alles nach vorne. Okay. Musiala rein für Sané, weil der ein fetter Wichser ist. Krug. Gündogan. Steht 6-1. Das holt man nicht mal eben auf. Das gibt's halt wirklich nicht. Wie die da stehen, Alter. Ich habe sogar schon zurückfallen angehabt. Zurückfallen lassen habe ich sogar schon angehabt. Und diese Wichser kriegen es trotzdem nicht gebacken. Ja, das meine ich, dass er da so einfach steht. Das ist nicht mein Fehler. Da habe ich nichts zu tun mit. Das ist einfach schlecht gemacht. Tut mir leid, aber das muss einfach mal gesagt werden. Das ist schlecht gemacht. Gündogan, Digga, du stehst direkt neben dem. Geh da ran, Alter. Du faules Schwein. Für Richarlison. Was ist denn hier los? Jetzt langsam werde ich hier sauer. Ich hole mir gleich noch eine Rot hier ein, wenn ich nicht aufpasse. Gibt's nicht. Was hier gerade los ist, das gibt es nicht. Ah, verdammter Hurensohn! Da, guck mal, wie kompakt der steht. Da hat da wirklich fünf, nein, der hat da acht Leute oder so da hinten stehen. Bei mir keiner geht da ran oder so. Die versuchen es gar nicht erst bei mir. Gehackt aber auch der Typ. Ja, halt's Maul jetzt. Das gibt's nicht. Wie kompakt da hinten steht, das geht gar nicht. Kevin Trapp. Jetzt schon besser als Neuer. Krass. Naja, mit seinem 88er Rating oder so. Ja, den schicke ich gleich ins Krankenhaus, fetter Wichser, Richarlison. Gibt's nicht. Ich gehe jetzt hier, stecke ich die alle ins Krankenhaus, die Wichser. Das war es sowieso schon. Will ich noch ein paar Spielern die WM ruinieren. Aber wenn ich mir auch deren Torwart da angucke, Alisson, habe ich auch schon gar keinen Bock mehr eigentlich. Ja, komm. Das ist hier eine Qual, Alter. Wenigstens ein Trosttor. Kann ich aber heute noch ein neues Format anfangen?
wo ich das nochmal versuche hier. Aber dann leckt es hoffentlich nicht so. Ja, ihr führt 8-1! Worüber beschwert ihr euch eigentlich, Digga? Wichser, Mann. Ein Trosttor. Wie der sich noch freut, der Müller. Über ein 8-2 im WM-Finale. Das hätte eigentlich jetzt die ganze Zeit so sein müssen. Wenn alles glatt gelaufen wäre und meine Defensive in den letzten 10 Minuten so gewesen wäre die ganze Zeit, weil in den letzten 10 Minuten hat meine Defensive eigentlich ganz gut gestanden, wenn wir hier als Sieger rausgegangen wären, wir jetzt Weltmeister. Was war das denn? Wolltest du den Fallrückzieher versuchen, Füllkrug, mit deinem 78er Rating? Halt mal schön dein Maul, Alter. Ernsthaft. Ja, kannst. Fotze. Ja, jetzt macht er nicht so hier. Er hat sich verletzt. Hat sich jemand richtig schön ernst verletzt? Ja, Kerre, den mag eh keiner. Das fände ich schön. Wisst ihr? Jetzt gleich die Schiedsrichterin wird angeklagt nach dem Spiel. Die ziehe ich vor Gericht, ich mein's ernst. Nicht ein Schwein kommt mit nach vorne. Nicht ein Schwein. Ja, ist traurig, wie die spielen hier auch. Füllkrug, komm. Kommt, den ball ich noch mal richtig rein jetzt. Okay, dann nicht. Verloren habe ich so oder so. Ja, da wären wir raus, Digga. Gibt's nicht. Schlichte Leistung. Total schlecht. Hier Champion Brasilien. 4-3, 5-2 gegen Serbien. 6-3 nochmal gegen Frankreich hier. Und schon krass abgeräumt. Ja, den werde ich auf jeden Fall neu schaden. Naja, Leute, ich bedanke euch. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugeguckt habt. Muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal mit Deutschland versuchen will, weil da bin ich jetzt schon echt sehr enttäuscht. Gucken wir da mal. Ich sehe euch nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.